Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic Chapter 5, Fires of Shadowforge. Wir müssen ein Heilmittel für den Peno herstellen, diesen kleinen Frosch, den wir in der letzten Folge in Tangena gesehen haben. Und ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns in dieser Folge auch mal. Ich weiß nicht, ob wir damit die vollen 15 Minuten zusammenbekommen, aber ich schätze schon. Unterwegs können wir dann noch die letzten Legenden von Taboria eben wegbringen. Und unseren Rucksack ein bisschen aufräumen und ich glaube, damit haben wir dann spätestens die Folge voll. Wir haben hier, glaube ich, noch ein... Ah ja, genau, wir haben noch ein Paket, was wir noch öffnen können. Aber unser Rucksack ist zu voll. Bäm. Ich guck mal kurz, was wir gleich noch verkaufen können. Ein paar Sachen haben wir bestimmt noch zum Verkaufen. Zum Beispiel unnötige Heiltränke, die wir schon seit Ewigkeiten mit uns rumschleppen, aber nicht mehr brauchen. Weil die viel zu niedrig sind mittlerweile. Ich meine, was sind 100 Lebenspunkte bei unseren 1000 Lebenspunkten? Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass High-Levels 3000 Lebenspunkte futtern für mit ihren über 100.000 oder sowas. Naja. Stufe 16 können wir behalten. Stufe 11 brauchen wir nicht mehr. Die kommen zusammen. Stufe 6. Das nehmen wir mal aus dem Haus. Ich meine, wir kriegen sowieso, glaube ich, ziemlich bald eine andere Halskette oder so. Können wir auch verkaufen. Das müssen wir behalten, das verkaufen wir. Das können wir mittlerweile auch verkaufen. Schatzturmschlüssel brauchen wir nicht mehr. So, und der Rest ist einfach erstmal Kleinkram, den wir erstmal wegbringen müssen. Teilweise noch für Quests, zu Quests. Ach, unsere Quelle des Talents hat sich gefüllt. Die können wir mal eben schnell hierhin benutzen. Brauchen hier die Talentpunkte. Und ich glaube, wir haben noch eine weitere Talents. Genau, hier ist noch eine. Zack. Nutzen wir die doch auch. Mit 500 TP können wir unseren Webefluch wieder um eine Stufe erhöhen. Zack. Verwandelt die Kraft der Gedanken in einen Verteidigungsschuld um einen bestimmten Bereich. Reduziert den erlittenen physischen Schaden und erlittenen magischen Schaden mehrerer verwundeter Ziele in dem Bereich um 5%. Außerdem erhöht die erfahrene Heilung um 5%. Der Effekt hält für 9 Sekunden an. Das mag sich jetzt sehr, sehr kurz anhören, kann aber manchmal als Notfallskill echt nützlich sein. Zumindest kann ich es mir ausmalen. Ich weiß nicht, wie hoch sich der Skill leveln lässt und wie hoch seine Endpunkte sind. Und da mir das Interface letztens gecrashed ist, ich guck mal hier kurz. Ist mein Item-Preview noch leer und ich habe es schon seit Ewigkeiten nicht mehr wieder geupdatet. Also wieder mal voll gemacht hier mit Force Refresh. Ja, dementsprechend sieht das auch leider leer aus. Ich muss das unbedingt mal dran denken. Dann kann ich auch mal hier genauer die Skills analysieren, wie die wohl später aussehen und sowas. Auf jeden Fall können wir jetzt hier dem Winsel die restlichen Legenden von Taboria bringen. Da, Kapitel 3. Und die ganzen Kapitel zusammen. Zack, bitteschön. Bitteschön. Ja, und ich glaube, ich habe auch schon was für die nächste Folge. Dann können wir mal mit der Bartos-Quest anfangen, bevor wir dann hoffentlich nächste Woche in die Abbey gehen und beziehungsweise uns kurz vorher mit dem Wolf aus der Bartos-Quest helfen lassen. Die Bartos-Quest-Reihe gilt sozusagen als... Ja, eine Questreihe für richtig gute Items. Man bekommt nämlich ein komplettes Schmuckset immer durch diese Lehrlinge des Vatos. Davon gibt es 5 Stück. Und das komplette Schmuckset ist für PDDs nicht ganz so stark. Für MDDs war es lange Zeit das Nonplusultra, weil es 15% mehr Magiekraft gegeben hatte. Das heißt, jeder deiner Skills war um 15% stärker. Heutzutage machen so ein bisschen magischer Angriff und magischer Schaden und sowas von den Sets dann doch mehr aus. Aber lange Zeit war halt Vatos 0 plus Ultra. Also ich meine, wenn du jetzt das Vatos-Set trägst statt irgendwas anderem als High-End-Magier, dann verlierst du so viele Non-Stats, dass du da besser mit einem anderen Set arbeitest und dann zum Beispiel mehr Intelligenz verbrauchst oder sowas. So, Herstellung des Heilmittels. Tangena-Essenz von einer Patrouille, vom Wanderer.
entfluchten Gegenstand an Peno übergeben. Okay. Also wir müssen hier die Viecher, die in Tagena so rumschwirren, töten. Wir müssen dabei aufpassen, dass wir uns nicht vom Bronzepanzer-Skuray erwischen lassen. Er ist nämlich immer noch nicht so gut auf uns zu sprechen. Beziehungsweise wird es wohl auch nie. Wo seid ihr denn, meine lieben Tangena-Freunde? Da seid ihr. So, diesmal ein bisschen Wachfut fressen. Damit ich, diesmal denke ich sogar dran. Zack. Nummer 1. Also nichts, was wir brauchen. Na gut, weiter geht's mit dem nächsten. Hier, du willst bestimmt hier mir das geben, was ich brauche, ne? Nee, auch nicht. Was ich ziemlich praktisch finde, ist die verdrehte Ladung. Dass die Zaubergeschwindigkeit, beziehungsweise die Angriffsgeschwindigkeit um 7,4% erhöht und die Zaubergeschwindigkeit um 3,7%. Sodass wir also schon, dadurch, dass wir verdrehte Ladung benutzen, immer schneller zaubern. Ah, die Tangena Essence haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch das Magiepulver von den Wanderern. Eigentlich kann ich hier wahrscheinlich mit Dauerdonut rumlaufen und es wird noch massig Folgen verbrauchen, bis wir die alle aufgebraucht haben. Hier, ich schmeiß den nächsten Donut. Jeder Donut hält eine Minute. Das heißt, wir haben 105 Minuten. Eine Folge dauert 15 Minuten. Das heißt, wir haben... ja, für... 1, 2... 4... 6... Ja, für 7 Folgen Dauerdonut. Also da kann ich ruhig mal wahrscheinlich ein bisschen Donuts verschwenden. Das ist richtig extrem eigentlich, wie viel, wie lange so ein Donut hält. Na gut, der unterbricht auch vorher, wenn wir schon genug physischen Schaden bekommen. Nur, da wir sowieso irgendwie keinen physischen Schaden bekommen, weil das stirbt, bevor die ankommen an uns. Das gibt's doch nicht. Die Wanderer sind aber auch immer geizig. Lalala. Gehen wir hier lang mal gucken, wo noch mehr Wanderer sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Wanderer und Patrouillen Wechselbäger sind. Das heißt, wenn du nur Wanderer tötest, ob dann irgendwann hier nur noch Patrouillen rumstehen. In manchen Bereichen von Rules of Magic geht das, dass man so Wechselbälger hat und dann kann man durch gezieltes Töten der einen Viecher, die anderen Viecher spawnen lassen. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie das hier genau ist. Mit diesen Viechern. Erstmal kostenlose Heilung benutzen. Ich finde auch gut, dass die kostenlosen Heilungen so lange zur Verfügung steht, also dass wir so lange Zeit haben, um zu reagieren. Ist immer wieder praktisch, sowas. Und die können wir auch wieder benutzen. So, na bitte, jetzt haben wir das Pulver auch. Das heißt, wir können jetzt wieder reiten. Ja, haben wir gerade nicht gemacht. Ich merk's, hab's gerade selbst bemerkt. Hier nach oben nach Tangena laufen war, aber hier innerhalb von Tangena reiten war. Genau. Ich bin ein Meister der Zeitorganisation. Naja. Bringen wir diese Quest noch weg. Und dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich eine Folgequest geben, weil das die epische Questreihe ist. Und ich habe vergessen, dort auch wieder vorzulesen. Muss ich gleich unbedingt noch machen. Was denn der Peno erzählt und sowas. Wir müssen jetzt doch... ah ja, genau, wir müssen zu Peno, ja. Entfluchten Gegenstand zu Peno bringen. Ja. Greif mich doch an, ich renne eh weg. Tschüss. Na, der Morgen nähert sich. Ich habe ja vor ein paar Folgen, habe ich ja gesagt, dass wir Nacht haben. Jetzt nähert sich so langsam der Morgen. Ah ja, ich wollte gerade schon sagen, bin ich überhaupt noch richtig, aber ich bin noch richtig.
Oh mein Gott, wir haben keinen Webefluch mehr. Müssen wir gleich unbedingt erneuern. Aber erstmal hier jetzt rum gucken. Und der Dauerdonut ist auch ausgelaufen. Schlimm, schlimm, schlimm. Hier und Webefluch. Zack. Peno, wir retten dich. Geronimo. Quack, quack. Ich habe das Gegengift von Salon mitgebracht. Ja, jetzt die ganzen Suidons gegen uns. Gut. Einer gegen alle. Hier, nimm das. Und das. Und wir fressen Donut. So. Zack. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich nach Varanas zurück. Ja. Okay, dann reiten wir einmal nach Varanas zurück. Dann haben wir diese Folge auch schon wieder gefüllt. Und in der nächsten Folge setzen wir uns mal ein bisschen an die Bartos-Quest dran. Da hatten ja einige schon prophezeit eine wunderschöne Wildschwein-Club-Folge. Ich glaube auch, das wird eine Folge, wo wir wirklich massig Wildschweine töten. Es sei denn, wir haben ein unverschämtes Glück und finden mit den ersten drei Wildschweinen direkt alles, was wir brauchen. Das wäre natürlich lustig. Um es mal ganz harmlos zu sagen. So, also gehen wir hier rum. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, worüber man jetzt gleich reden könnte in der Wildschwein-Club-Folge. Ich meine, das wird ja wirklich dann nur noch reines Farmen sein. Und ich glaube... Nee, darüber kann man nicht reden. Zumindest noch nicht. Ja, es ist immer so ein bisschen schwer, was zu finden, worüber man eine Zeit lang reden kann, dass das dann auch noch interessant bleibt. Und womit man eine Farmphase, wie sie halt manchmal in MMOs auch vorkommt, auch überbrücken kann. Suche Schurkenkunden, die equippen nur komplett keinen Einzelteil ab Level 70 und suche jemanden, der mich in... Ach du Scheiße, das fängt doch schon wieder gut an. Wenn ich schon sowas wieder lese und suche jemanden, der mich in GD7H zieht. Nein. Ach, solche Typen regen mich auf. Ziehen ist was für Noobs. Und ich glaube, ihr habt wirklich den richtigen Namen dafür mit Kacknoob. Wenn du nur überall durchgezogen wirst, lernst du doch deine Klasse gar nicht spielen. Du lernst nicht am absoluten Limit zu spielen. Du lernst nicht deine Fähigkeiten in der Sekunde einzusetzen, in der sie wirklich benötigt werden. Du lernst irgendwas von anderen, die sagen dir, ja, im Grunde haust du alles barfuß rein und spammst die Attacke. Ja, aber dass manchmal auch eine andere Attacke benötigt wird oder dass man manchmal variabel reagieren muss, dass man sich manchmal bewegen muss. Das lernt man alles nicht. Das lernt man nur, wenn man wirklich selber in eine Instanz geht und Erfahrung sammelt. Aber es gibt immer wieder Leute, die sind der festen Überzeugung, ja, ich kann das ja schon, ich bin ja voll der Skiller. Man muss mich nur hochziehen. Genau. Und jeder von uns ist auch von Anfang an, seitdem er schon außen, auch gekommen ist, ist er natürlich der Oberpro-Player. Genau. Es hat also bei Peno nicht funktioniert. Ich schicke jemanden an, um ihm zu helfen. Verglichen mit Peno haben wir Wichtigeres zu tun. Wir müssen die Zuidon irgendwie aufhalten. Ja, kann sein. Lebensohrring. Fizz Gordon beschützen. Wie ich höre, ist Fizz Gordon, Hollys Vater, an wichtige Informationen gelangt und wird nun von den Männern der Zuidon gejagt. Ich sorge mich um seine Sicherheit. Sucht Holly und gebt ihr diesen Magiestein.
Damit lässt sich ein Leibwächter rufen. Sie soll ihn ihrem Vater geben. Wir müssen jene beschützen, die dem Auge der Weisheit gedient haben. Ja, ich glaube, die Quest können wir auch noch eben schnell wegbringen. So viel Zeit muss sein. Ich habe ja gesagt, ich werde in der nächsten Folge mich mit der Vatos-Quest beschäftigen. Also müssen wir alles andere bis jetzt dann eben schnell erledigen. Unterstadt West. Ha, ich glaube aber, das wird ein Thema sein, was ich in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen ansprechen kann. Von wegen Ziehen und sowas. Was ich davon halte, wie das abläuft und all sowas. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man mal ein bisschen philosophieren kann. Federschmuck. Brauchen wir 12 Straußenschwanzfedern, wir haben nur 8. Können wir also nicht machen. Ja, jetzt gerade hakt es ein ganz kleines bisschen. Dort ist es Hollygorden. Das Auge der Weisheit möchte uns diesen Schutzstein geben. Ich mag keine Magie, aber in unserer derzeitigen Situation nehme ich ihn an. Ihr scheint ein guter Mensch zu sein. Ich kann euch wohl trauen. Mein Vater hat herausgefunden, dass die Zuhörer nach dem Schwert der Legende suchen. Und er hat, von ihnen unbemerkt, einen wertvollen Hinweis entdeckt. Das haben sie nun bemerkt und deswegen machen deswegen Jagd auf ihn. Um diesem maskierten Herrscher zu entkommen, versteckt sich mein Vater schon eine Weile im ersten Stock dieses Gebäudes. Zum Glück haben sie ihn noch nicht entdeckt. Weil wir müssen vorsichtig sein. Könnt ihr den Hüter Beschwörungsstein bringen? Bestimmt gibt es auch einiges, über das er mit euch reden möchte. Fiskorden versteckt sich. Okay, müssen wir mal hier ins Haus gehen. Ein Haus, wo man so schnell eigentlich nicht wieder reingeht. Zumindest war ich hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Weil dieser Eingang hier ganz unscheinbar ist. Das Auge der Weisheit schickt mir den. Das ist toll. Ich beschwöre sofort einen Leibwächter herauf. So, wo ist denn der Leibwächter? Boah. Mysteriöser, maskierter Botschafter. Die Mission ist erfüllt, geht. Scheiße. Armer Fiskorden, wo ist er hin? Fiskorden ist schwer verletzt. Das Atmen fällt ihm schwer. Ich gebe euch keine Schuld. Sie haben euch benutzt, um mich zu finden. Sicher habt ihr die Zuhörer nicht absichtlich hergeführt. Ich bin ein Soldat des Ordens der dunklen Gloria in Ruhestand. In meiner Jugend hat mein Kommandant Laios Halka mich gelehrt, stets ruhig und gefasst zu bleiben. So kann ich immer die richtige Entscheidung treffen. Diese Lektion habe ich nie vergessen. Ihr müsst dasselbe tun. Es liegen viele Herausforderungen und Gefahren vor euch. Doch ich sehe euch an, dass ihr das Zeug habt, zu melden habt. Also keinen Grund zur Sorge. Was die Seite aus Schwert der Legende betrifft, bringt sie zu Marisus. Er ist einer der wenigen vom Auge der Weisheit, den ich traue. Vergisst nicht, lasst euch nicht von ihnen täuschen. Zuhören. Ja, ich habe zwar gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns mit der Vatos-Quest beschäftigen, aber ich weiß nicht, wie lange die epische Questreihe hier in Varanas noch weitergeht. Deshalb werden wir die auf jeden Fall hier in Varanas Silberquelle noch ein bisschen weitermachen und danach auf jeden Fall rübergehen zur Vatos-Quest-Reihe. Zu der ersten Quest zumindest. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen.